kurz wieder auf diese Seite. Mal rüber switchen. Knuddelattacke. Ah, dicke Katze. Ja, du legst sie auf die Seite. Oh, du bist so toll. Hallo, mein Schätzchen. Ich setz mal Katze an. Ach, warte mal, ging das nicht auch mit... Warte mal. Wie ging das denn? Ja, man konnte sie ja füttern. Ah, du bist toll. Ich liebe dich. Ein kleiner Knuddelwurz. Okay, er sprengt das Liebepreis von seinem Leid oder schiebt eine Stange durch. Packt sie mit einem großen Feuer und grillt es. Nein! Einfach nur nein. Nein, das kann ich nicht. Nee. Nee, nee. Das geht nicht. So. Stimmt, wir waren ja hier noch mit der Hauptstory ein bisschen beschäftigt. Gut, dass du gerade kommst. Ich muss dir etwas erzählen. Es geht um den Verräter, der vermutlich den Galeern geholfen hat, unbemerkt in den Wald zu gelangen. Einer meiner Stammgäste, der bisher immer nur billigen Fuse getrunken hat, bestellt seit kurzem nur noch meinen teuersten Wein und die erlesensten Speisen. Wäre er ein Händler, könnte man sich das noch erklären. Aber er gehört zu dem Klagerregiment. Ist schon wieder mit seinem debilen Blick umgefallen. Ja, toll. Ich liebe die Katze. Denn Sold würde niemals für dieses Leben in Saus und Braus reichen. Deshalb hatte ich mich gewundert, wo sein plötzlicher Reichtum wohl kommt. Als du mir von der Geschichte mit dem Galeern erzählt hast, kam mir der Gedanke, dass er der Verräter sein könnte und entsprechend vom galeischen Kaiserreich bezahlt wird. Ein Soldat des Klagerregiments, der unserem Feinden Informationen liefert, könnte gewaltigen Schaden anrichten. Der Verdächtige heißt Laurentius und er hat den Horst gerade Richtung Südosten verlassen. Sicher ist er noch im Südwald. Finde ihn und führe ihm auf den Zahn. Sollte er tatsächlich ein Verräter sein, dann bereite seinem Treiben ein Ende. Das werden wir tun. Hoffe ich. Du, dem Verräter auf der Spur. In diese Wegrichtung. Irgendwo. Da. Siehst du nicht, dass ich gerade auf Patrouille bin? Wenn du ein Anliegen hast, an das Klagereglement hast, musst du dich im Hauptquartier melden. So, und wo hat sich der nächste Vorwärtsration Was? Vorwärtsration 2%. Was meinst du? Gerade noch geschafft. Sie müssten jeden Moment hier sein. Wer hätte gedacht, dass ein paar Vorräte und Karten über unsere Wachpost und Patrouille so gute Preise erzielen würden? Ach so, okay. Okay. Du bist bei Herr der Ringe da gerade, ne? Wegen dem Patch. Ich bin ein Glückspilz. Dank der Großzügigkeit des Kaisers kann ich mir endlich das Leben leisten, das mir zusteht. Okay. Okay. Ja, ich dachte, da wäre gerade sonst irgendwas passiert. Deswegen die blöde Frage gerade meinerseits.
Was hast du? Wie lange bist du? Hilfe, 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 Galea, beeilt euch! Ich bin's, Laurentius. Ich werde angegriffen. Keine Augenschweife. Wie konntest du gewinnen? Du, ich bin unschuldig. Sie sind zufällig aufgetaucht. Ich war auf Patrouille und... Tschüss. Ja, da war wohl einer ganz schnell weg. Er arbeitet wohl nicht gern unter Druck. Und da hinten versteckt er sich. Dächen. Ah, okay, das ist wieder so ein Kämpferich hier. Okay, dann gehe ich einmal noch mal ganz kurz aufs Klo. Bevor wir das machen, nicht, dass der Kampf da wieder Ewigkeiten dauert und ne, ich dann zwischendurch nirgendwo hin kann. Deswegen bin ich gleich wieder da. Muss sie eben erstmal noch mit einem Kater da knuddeln. Direkt vor der Klotür. Ja. Es reicht. Wie lange willst du mich noch verfolgen? Ich bin unschuldig. Na gut. Es hat wohl keinen Sinn. Ich habe Karten und Vorräte an das Galaische Kaiserreich verkauft. Ich brauche das Geld. Als ich dem Klagerregiment beitrat, war ich stolz darauf, aber der karge Sold reichte nicht weit. Wir predigten Gerechtigkeit, Ehre und Pflichtgefühl. Aber am Ende des Tages zählte doch, was man in der Tasche hat, oder nicht? Geld regiert die Welt. Ja, ich habe meine Ehre verkauft. Ich habe mein Land, meine Heimat und all meine Freunde für Geld verkauft. Und jetzt werde ich dich meinen Herrn ans Messer liefern. Hehe. Verdammte Närrin. Hat man dir als Kind nicht beigebracht, nicht mit Fremden mitzugehen? Galia, ich präsentiere euch die Abenteuerin auf einem Silbertablett. Schnappt sie euch! Nett. Nun wirst du die Macht des Kaiserreichs zu spüren bekommen. Macht, wie sie nur durch Reichtum geschaffen wird. Reichtum der ganzen Armee gefügig macht. Reichtum, der die Welt verändert. Macht, wie sie. Achso. Ich hatte eben nicht weitergeklickt. Sieh an. Sie haben sich tatsächlich ein paar galaische Hunde in unserem Wald verirrt. Ich glaube, wir müssen ihnen eine Lektion erteilen. Du da, Mikote, du bist im Auftrag von Buscaron unterwegs, oder? Wir schulden dem alten Halunken noch etwas und außerdem können wir den galaischen Abschaum nicht ausstehen. Okay. Also immer auf sie mit Gebrühe, ne? Hier doch mal den. Okay. Da ist noch einer. Da! So, und da kommt noch mehr. Sowas habe ich ja gern. Nein, ich bin einmal rausgetappt.
Das hat man davon, wenn man sie einmal kurz zurücklehnen möchte. Ich habe nämlich Angst, dass ich dann wieder Rückenschmerzen kriege, wenn ich es nicht mache. Verlierst du jetzt auch mal ein bisschen Leben? Lauf doch nicht weg! Gegner, die weglaufen. Laufende Kacke. Ach, ah, okay, hier ist dieser komische Laurentius-Dingens-Typi. Ich glaube, der wird seines Lebtags nicht mehr froh. Leben haben wir noch genug? Komm. Ja, sehr schön. Das darf nicht wahr sein. Wie konntest du nur die Soldaten des mächtigen galaischen Kaiserreichs besiegen? Warum kämpfen die Rotbäuche und Kohlklauen plötzlich Seite an Seite? Ah, jetzt verstehe ich. Buskarons Gabe ist es, Leute auch ohne Geld zu überzeugen. Ich war ein Narr. Das sehe ich jetzt ein. Verzeih mir, ich gehe sofort zur Bruderschaft der Morgenwieper und gestehe mein Verrat. Werde alles erzählen, versprochen. Und bitte richte Buskarum meinen Dank aus. Er hat mir heute eine wichtige Lektion erteilt, die ich nie vergessen werde. Sagt er. Ob das dabei bleibt, ist fraglich. Dahin. Wenn so stirbt man hier nicht, wenn man irgendwo runterfällt. Nicht in irgendwelchen blöden Bänken. Tächen. Du hast Laurentius also auf dem Pfad der Rechtschaffenheit zurückgeführt. Gerade war ein Bote der Bruderschaft hier, der berichtet hat, dass sie Laurentius tatsächlich gestellt und erst gebeichtet hat. Er kann einem fast leid tun. Als kleiner Junge wurde seine Mutter getötet. Sobald er dann alt genug war, trat er ins Klageregiment ein, um seine Heimat Geridania zu beschützen. Dabei hatte er stets das Gefühl, schwach zu sein und nichts ausrichten zu können. Das hat ihn dazu verleitet, dem Lockruf des Geldes zu verfallen. Ich hoffe wohl, durch Gilben Macht und Einfluss zu gewinnen. Na, wenn er seinen Fehler nun eingesehen hat, ist es ja gut. Ich trage ihm nichts nach. Wenn er sich das nächste Mal im Horst blicken lässt, gebe ich ihm einen aus. Und dir danke ich vom Herzen. Du hast den Vertreter entlarvt und einen verlorenen Sohn in den Schoß des Waldes zurückgeführt. Übrigens gibt es noch eine gute Nachricht. Ich weiß jetzt, wo sich die älteste der Silfen befindet. Das ist sehr schön. Und das wäre auch sehr wichtig. Ach nee.
Ratet mal, ich habe interessante Neuigkeiten über die Silphen rausgekriegt. Die älteste der Blätterfeen, Phryxio, wurde gesichtet. Phryxio, das ist die älteste und angesehenste Persönlichkeit in der Silphenzuflucht. Mit ihr hatte Gredan ja schon des Öfteren diplomatischen Kontakt. So eine Art Vermittler zwischen den Gredaniern und den Silphen also. Im Südwald liegen die 1000 Löcher vom Totorak. Schon mal davon gehört? Das ist ein verfallener unterirdischer Kerker und dort hat man die Silphe angeblich gesehen. Und zwar ganz vor kurzem. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr sie noch. Abenteurer, zu Hilfe. Es ist fürchterlich. Oh nö, der Kurkopf. Hey, das ist einer von den blätterigen Gesellen. Nun beruhigt dich doch erstmal, Kleine. Diese ehrenwürdige Phryxio ist im finsteren Totorak. Nun kommt die Ältigste nicht mehr heraus. Ich mag die Silphen immer noch nicht. Die Silphen reden einfach so seltsam. Das sollte sich eure Älteste aber besser überlegen, so einem gefährliches Gemäuer reinzuflattern. Seit 30 Jahren ist da keiner mehr runtergestiegen. Und was sich in dieser Zeit da unten alles eingenistet hat, will ich gar nicht wissen. Das ist garantiert alles voller Gewürm und Getier. Phryxio ist dort nicht freiwillig da drin. Die gemeinigen Galea haben sich hineingescheucht. Ach bitte, irgendwelche sollen ihr helfen. Es ist schlecht, Phryxio ist uns wohlgesinnt. Ohne sie wird uns eine wichtige Verhandlungspartnerin fehlen. Diese Silphe ist verwundet. Ich werde mich um die Verletzung kümmern. Ida, fordere von der Bruderschaft Hilfe an. Jawohl, wir wollen ja nicht unsere Brücke zu den Silphen verlieren. Lass mich raten, und ich darf da aber runterstiefeln. Du kannst schon mal vorauslaufen und versuchen, Phryxio aus den tausend Löchern von Totorak zu retten. Ja, okay. Auf sie mit Gebrüll sozusagen, ne? Machen wir. Ist ja kein Thema. Was ist denn hier wieder mit Gruppensuche? Ich fürchte fast. Hier liegen die 1000 Löcher von Totorak. Der berüchtigte, was? Ob da eine Silphe reingeflogen ist? Da wird doch nicht, während ich nur ganz kurz Pause gemacht habe. Verflixt, aber so. Ich kann ihn reinlassen, weil da drin eine Unmenge von gefährlichen Ungeziefern haust. Jemand sollte die Silphe besser da rausholen. Abenteurerin, ich erteile dir hiermit die Genehmigung, diese Kerker zu betreten. Selbstverständlich nicht alleine. Um die Sicherheit zu einem gewissen Grad zu gewährleisten, müssen außerdem einige Auflagen erfüllt sein. Lass mich raten. Nee. Hallo Luna! Schön, dass du reinschaust. Oh, und schon um mich herumspringst. So. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Ich war schon in der Taverne und stand gerade bestimmt 2 Minuten neben dir. Echt? Oh Mann. Ja, ich bin Blindfisch. Weißt du, ich bin so ein übelster Blindfisch. Ich laufe das Ganze mit. Okay. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich bin wieder so ein Mensch, ich laufe einfach nur, ne? Ich habe es ja auch schon geschafft, meinen Freund, während er mich oder mir
Lichtlupe gegeben hat, wo er im Auto gesessen hat, zu übersehen. Ne? Ich laufe also komplett an allem vorbei. Wie findest du mein Ninja-Gear? Das sieht mega aus. Richtig geil. Am geilsten finde ich die Waffe. Waffen sehen mega aus. Also, und ich laufe hier mit sowas rum. Knochiger Holzbogen. Na, die Rüstung geht. Ach, du willst auch noch Kurs sehen. Wieso so wenig Zeit, dass ich den jetzt in 3 Tagen von 1 auf 50 gezogen habe? Boah. Heftig. Alter. Also ich bin froh, dass ich auf Stufe 31 bin. Ich würde dich übrigens ganz lieb von Winona grüßen. Der war gestern dabei. Da hatten wir kleines Gesprächchen. Er hat mir wieder als Taxi gedient. Und mir bei einer Quest geholfen, weil ich zu blöd war. Und minimal zu schwach. Ja, benutzen wir hier mal was. Ich vergesse es sonst eh wieder. Mein Ziel ist es, alle Klassen auf 50 zu bringen und den weißen Magi auf 80. Stolzes Ziel. Ich habe mir tatsächlich noch überhaupt gar keine Ziele gesetzt bisher. Wobei ich eigentlich schon jede Klasse irgendwie mal ausprobieren möchte. Da ist so noch die ein oder andere dabei, die ich sehr interessant finde. Wär schon cool. Sie ist ein Mentor, dafür brauche ich halt den White Mage. Ah, okay. Ah, wäre auch geil. Wäre auch geil. Ich weiß gar nicht, warte, was hatte ich da mir irgendwann mal ausgeguckt? Also, was ich auf jeden Fall so interessant fände, wäre Dunkelritter. Und Gladiator. Sind beide so Sachen, die eigentlich nur ganz cool wären. Aber mein größtes Ziel habe ich ja schon erfüllt. Echt? Irgendwie liegt meine Katze da etwas seltsam. Aus diesem Winkel. Scheiße. Meine süße Katze. So, nur Inge, aber ich habe geheiratet. Hui, Glückwunsch! Glückwunsch! Bei mir wird es dann genau andersrum sein. Zwar noch nicht jetzt, ich glaube auch noch nicht dieses Jahr. Bei mir wird es dann genau andersrum sein. 2019, ui. Ja, ich glaube, Ingame. Habe ich Ingame schon mal geheiratet? Nee. Ich glaube, in-game habe ich noch nie geheiratet. Und in echt heirate ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr.
Diese Katze. Ich glaube, mir die Jahreszahlen durcheinander. Und nicht nur du. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das immer noch 2019 ist. Für mich ist irgendwie mittlerweile die Zeit stehen geblieben. Willst du mein Foto haben von Hochzeit? Gerne. Gerne. Ich will auch tanzen können. Ja, Discord habe ich. Musst du einfach nur den Command eingeben. Dann, wie siehst du, kannst du zumindest einmal auf den Server kommen, oder? Ja, dann zumindest darüber auch privat schreiben.